So. Dann heiße ich schon euch einmal von mir aus herzlich willkommen. Und ich schalte einmal um und ich hoffe, dass auch alle anderen dann da sind. Warte, da. Hallo? Ja. Ah, da hören wir doch schon jemand. Der Finch ist wieder mit an Bord. Ja, genau. Ist denn der Herr Hoxton auch schon da? Ja, erstmal herzlich willkommen. Wir machen den neuen Bausimulator, der ab heute erschienen ist. Und mit dabei ist auf jeden Fall der Paul Finch. Jawohl, auch von mir ein wunderschönes. Jawohl, Leute, und damit herzlich willkommen zum Bausimulator. Endlich ist er raus. Und da ist er. Ach, heute erschienen. Da ist am er. Am 20.09.2022. Wir haben lange darauf warten müssen und ich muss mal eben kurz gucken. Hört ihr mich? Ja. Ah, da sind sie ja. Ah, super. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin total happy und freue mich total, dass der Bausimulator heute erschienen ist. Ja. Ja, erstmal, wer ist dabei? Natürlich, die Dame zuerst, die Rocklady ist dabei. Hallöchen, auch von mir für seinen Kanal. Und natürlich der Paul Finch. Ja, auch von mir ein wunderschönes Hallo. Jawohl, so sieht's aus. Also, ich könnte mir Bein abfreuen gerade. ich bin schwer begeistert. So, wir sind ja alle im Hauptmenü, ne? Ja. Ich gehe mal eben ganz kurz auf Neuigkeiten. Da klicke ich mal kurz drauf. Weil es leuchtet. So, da steht dann Willkommen. Jupp. Ihr könnt das mal eben kurz lesen, was hier so steht, ne? Ich zeige euch das mal alles so. Ne? Türö, Rücktaste. Und zurück. Warum geht nicht zurück? Musst du zurückdrücken. Ah, da ist zurück. Alles gut. Nochmal zurückdrücken, ne? Weil das zweimal zurück. Zweimal zurück. So. Ich habe die Musik mal ein bisschen leiser gestellt, schon mal. Ja, ich mache jetzt auch mal eben kurz. So, allgemein. Ups. Alles gemacht. Ich habe alles zu allem Ja gesagt. Das heißt also Konto. Kontonummer habe ich auch angegeben. Ach so, ja, allgemein, genau. So, Video. Ist Vollbild auf jeden Fall. Vollbildfenster, nein, ich will Vollbild haben. Ich hoffe, der macht jetzt keine Probleme. Oh! Ich hab's geahnt, er macht... Exklusives Vollbild, da ist natürlich auch... Ich hab keinen anderen, ich hab kein 4K. V-Sync, soll ich das anlassen? Ich mach's aus. Der hat jetzt umgestellt, ich hoffe, ihr habt noch... Ich mach's aus. Kantenglättung, das lassen wir alles. Warum hab ich so eine komische Auflösung? Wo soll ich das wissen? Ich habe exklusives Vollbild 1600 mal 900, bitte euch. Ja, stell die doch um. Ja, ich hoffe, dass dann auch in der Aufnahme. So, ich habe auf Ultra gestellt natürlich, Schattenauflösung auf 2. Was ist los, Leute? Lass das mal alles so stehen. Blumen mache ich aus. Braucht kein Mensch. Das lasse ich auch mal an. Was das sein soll, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Legt Stärke der Überstrahlungseffekte. So, was? Jetzt hab müsste es gut sein. Was ist das denn hier? Legt die Stärke der Schattierung durch selbst. Ich kenne das alles gar nicht. Das hier? Aktiviert ein komplexeres Beleuchtungs. Das mache ich mal an. Kann ja nur interessant sein. Ich hoffe, ihr seht das so, Bild noch. Dann haben wir hier auf Mittel. Mittel ist doof. V-Sync machen wir aus, ne? V-Sync habe ich aus. Aber da steht alles auf Nebel. Auf hoch. Auf Nebel? Außenspiegel. Natürlich machen wir die Außenspiegel an. So, das habe ich alles. So, das haben wir auch. Eigentlich habe ich alles eingestellt. Was hast du denn bei Texturauflösung voll? Hast du bei Anzeigedistanz der Sträucher 200? 100? Ja, das habe ich alles. Das steht alles so, wie es steht. Das habe ich so gelassen. Da habe ich nichts umgestellt. Lederqualität auf hoch. Blumen habe ich mal aus. Blumen habe ich aus. Ansonsten. Space-Reflexion auf Mittel oder auf hoch? Auf hoch. Habe ich einfach mal gemacht. Wir müssen gucken. Wir wissen es ja so. Ja, und was ist mit Screen Space global Illumin? Hoch. Hoch. War jetzt nicht auf an, so. Auf an, ja, natürlich. Auf an. Hoch kannst du es ja nicht stellen. Volumetrischer Nebel auch auf hoch. Ja, sicher. Außenspiegel Nebel. Natürlich auf hoch. Alles auf hoch, alles auf hoch. Erstmal gucken, alles auf hoch. Ja, genau. Und dann können wir immer noch gucken, ob das. War dir auch, Finchi? Alles gut? Alles bestens. Müssen wir auf sehr Anzeige schön. Skalieren gehen?
Nein, dann kannst du nur den Bildschirm verkleinern. Also genau. Ach so. Genau. Dann gehe ich auf, so, dann gehe ich auf Audio. Du hattest was gemacht? Ich hatte die Musiklautstärke auf 20 gestellt. Ja, ich mache die nicht ganz so leise. Mach die auf 30. Aber oder auf 40. Und alles andere bleibt auf 70. Ja. Ich weiß nicht, ich bin am Überlegen, ob ich das nicht höher stellen soll. Aber kann ich ja immer noch machen. Ja, wir haben es ja, ja, genau. Wir machen ja noch keine Spielaufnahme. Ist jetzt erst ja, genau. So, wir gucken ja nur erstmal. Wir quatschen ja nur erstmal, ne? Mhm. So, dann gehe ich wieder auf Zurück. Zurück, ja. So, und ich würde mal sagen, ich gehe mal auf Spiel starten. Jo. Profil erstellen. Genau. Genau, jetzt geht's los. Weil. Der Fien, der Hux und ich können ja nie gleich aussehen. Genau. Wäre natürlich blöd, ne? Ja. So, pass auf, du siehst doch erstmal die Gelbweste. Das ist dann eine Perle. Ja. So, dann geh mal einen nach rechts. Ja. So. Also den weiß ich nicht. Mhm. Ist das so deiner oder? Pass auf, ich geh mal eben alle durch. Ich guck mal. Ja, ich auch. So. Ich geh auch mal durch. So, der letzte. Ich weiß nicht, wie sehe ich so aus? Du kannst das Aussehen noch ändern, ne? Das ist ja nur die Kleidung. Ja, ja. So, jetzt frage ich dich, Finchi, welchen würdest du denn nehmen? Also, wenn ich nach dem vorigen Bausimulator, dann müsste ich den letzten nehmen, weil ich hatte ja nur eine Lederhose angehabt. Ja. Ja, pass auf, dann nimm du den letzten. Gut, dann nehme ich den letzten. Ich nehme den zweiten. Dann nehme ich den hier. Helmfarbe? Ah ne, das ist erst Basis. Ach, wie sieht der denn aus? Den habe ich genommen. Aber man muss echt einen Helm nehmen, ne? Ja, das ist auch gut. So, ich nehme auf jeden Fall ganz klare Kiste. Ne, rot auf keinen Fall. Die Ärmel, nein, 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 nein. Ich nehme natürlich blaues Hemd. Aber eigentlich blaue Jacke. Ich meine, ist ja okay, aber ich glaub, dann ja, du siehst aus, wie die Chefin halt aussieht, ne? Gelbweste. Ist halt eine Gelbweste. Der Hörschutz. Oh, der Helm, der gefällt mir ja überhaupt. Nee, der Helm ist voll doof. Ja, du kannst ja den Helm wechseln. Dabei kannst du dich auf Null machen, dass du gar keinen Helm aufhast. Gehörschutz brauchen wir nie, ne? Ich habe trotzdem Helm auf. Ja, ja. Auch wenn ich auf Null bin. Ja. Gehörschutz. Keine Ahnung. Brille? Also Helm muss ja eigentlich gelb sein immer. Ja, Helm ist gelb. Logische Geschichte. Also gelb. Helm ist gelb. Nein. Ja, ich habe den zweiten Helm genommen, weil der sieht schon mehr, der sieht mehr danach aus. Ich habe den zweiten genommen. Also Helm 1 habe ich genommen. Habe ich auch. Weil alle anderen Helme sind ja irgendwie, weiß ich nicht. Kannst du sogar aufkleben auf den Helm ballern. Ja, mache ich auch gleich. Ja. So, Gehörschutz? Nee, ne, oder? Nee, Gehörschutz sieht nicht gut aus. Nee, da brauchen wir. Brille? Schutzbrille? Müssen wir eine Brille haben? Ich weiß nicht. Sag mal erstmal, welchen Aufkleber, damit wir dann doch dieselbe Firma vertreten. Im Moment, du kannst ja, wenn du den Aufkleber, den ersten, das ist der Helm dreckig. Ja. Aber wir gucken mal weiter. Was haben wir denn da noch? Den Maulwurf. Ja, den Maulwurf kannst du nehmen. Aber wir wollen ja dieselbe Firma vertreten. Hier, die Flammen hier. Ja, was ist mit den Augen? Die ja, Augen. Nein, die nehmen wir nicht. Nein. Pünktchen. Ja, Sinn. Was ist denn hier mit die Skyline da, mit dem Flattop gerade im Hintergrund? Ja, sehe ich auch gerade. Sollen wir die nehmen? Ja. Gut. Okay. Akzeptieren. So, der sieht Name. Ganz, ich habe eine Brille auf. Sieht aus wie eine Klobrille, aber das macht. So, wie heiße ich denn? Machst du noch in Klammern irgendwas dahinter? Ey, das ist ja nur der Name. Ist der. Der Firmenname kommt ja, glaube ich, gleich noch. Ach so. Finch. Mr. Finch. So, den habe ich. Ja, wenn dann schreibt Paul Finch hin, du Fall. Ja, war ich ja vorher auch Paul Finch, ne? So, ich habe jetzt auf jeden Fall, so heiße ich. Paul Finch. Jetzt müsste einer eine Mehrspielerpartie beitreten. Ich gehe mal da drauf. Mhm. Aber die werden nur angezeigt.
Ich möchte ja gerne selber eins machen. Genau. Jetzt könnte ich hier ein Passwort eingeben. Das sieht ja jeder. Serverstandort. Nee, das sieht keiner. Nein, sieht das keiner? Sieht das keiner. Passwort? Ich glaube, das wird geixt. Soll ich das machen? Ja, mach mal. Ich würde gerne. Ach, Moment. Europa. Ach ja, Server. Genau, die müssen wir ja auch noch machen. Also du machst jetzt, starte dein eigenes Spiel und damit machst du. Nein, ich mache jetzt sofort hier Dings. Wir wollen, aber ich kann ja gar keins erstellen, ne? Das ist ja das Dumme. Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss hier erstelle eine neue Firma. Ich glaube, das mache ich mal, was? Ja, Moment. Erstelle eine neue Firma. Das in Europa erstmal. Genau. Wir können nämlich hier auch in Amerika. So, jetzt kannst du hier noch ein Logo wählen. Vielleicht bin ich noch gar nicht. Welches Logo nehmen wir denn? Amsterdam, so. Haben wir einen Erdbohrer? Doch hier gar nicht. Da links ist so eine Presslufthammer. Wo seid ihr denn jetzt hier? Du musst da wieder raus. Du musst dein eigenes Spiel erstellen. Ja, ja. Ach so. Du musst da auf jeden Fall rausgehen. Du musst da hat er eigenes Spiel, ne? Genau. Im Logo. Europa, ne? Genau. So, ich habe jetzt... sollen wir den Presslufthammer nehmen oder die Gelbweste? Was? Gelbweste? Wo hast du die da denn? Oben drüber, über den Presslufthammer. Ach so. Die wissen es doch gar nicht. Ne? Gute Frage. Vinci, was meinst du denn? Obwohl unten die drei Nägel. Dumm, dümmer, blöd. Ja, habe ich genommen. Ja, ja. Passt. Akzeptieren. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Firmenname. Dumm. Alles zusammen, ne? Ja. Dumm, dümmer. AG. Oh, passt sogar rein immer. Ja. Ja. Alles zusammen. Um eine Mehrspielerpartie zu erstellen, musst du eine Firma auswählen, mit der du bereits die Eröffnungskampagne absolviert hast. Ja. So, müssen wir erst einzeln. Ich akzeptiere. Achtung, ja, ja, genau. Ja, Leute, ich würde sagen, an diesem Punkt. An diesem Punkt? Oder nicht? Ja, weiß ich gar nicht. Wir können es ja machen. Zusammen? Ja, weiß ich nicht. Was meint ihr? Wir können ja gerne mal die. Oder reicht das erstmal? Reicht uns das erstmal? Ich weiß noch nicht, ob das abgespeichert ist, weil er ist ja noch nicht eigentlich. Noch so nicht sieht das nämlich aus. Ich glaube, wenn wir jetzt aufhören. Ich glaube, wir machen mal Folgendes. Wir machen einfach mal. Das heißt, ich mache jetzt die Eröffnungskampagne. Ach, warte mal. Lass deine Freunde oder andere Spieler mit Abschluss der Eröffnungskampagne mit in dein Spiel einsteigen. Okay, dann müssen wir das gehen wir erst mal spielen. Rein. Dann machen wir das mal. Wir gehen mal einfach rein. Wir gucken uns das mal an. Das ist ja nur so ein Ankündigungsvideo eigentlich. Und ich freue mich im Beilauf. Ja, geil. Mhm. Nach wie vielen Jahren ist das jetzt? Ich glaube, 8 Jahre hat Weltenbauer dran gebastelt. Hammer, ne? So, wir gucken uns das an. Psst. Ein holpriger Start. Ohne klare Perspektive in den Leben denkst du gerade über die Zukunft nach, als das Schicksal an deine Tür klopft. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Am Apparat, den Harpe kennen wir ja auch noch. Jawohl. Ein langjähriger Freund der Familie und Betreiber des ortsansässigen Baufirma. Wegen eines heftigen Unwetters bittet er dich um Hilfe und verändert damit in dieser stürmischen Nacht dein Schicksal von jetzt auf gleich. Genau. Da sind wir. Ich setze fort. So, da sind wir zum ersten Mal drin. So, ich bin auch drin, ja. Nutze die Kamera. Da können wir die Kamera bewegen, genau. Nach oben, nach unten. WASD. Da haben wir eine Minimap. Folgemarkierung zum Haken. Mit M haben wir eine große Map, aber. Ja, aber ist egal. Ich gehe jetzt mal zum Happe. Hab ich jetzt Happe? Mit Shift kannst du wieder rennen. Ja, ja, genau. Und mit Leertaste kannst du. Juhu! Die Frage ist, wo ist denn die Markierung? So ein blauer Punkt. Geht doch da. Der blaue Punkt. Ach, da. Okay. Oh, die Chefin wieder, weißt du? Ja. Da müssen wir lang. Okay, dann gehen wir da mal runter. Vinci? Mhm. Hattest du dem Erbsensuppen-Jupp Bescheid gesagt, wo wir sind? Oh. Nee, noch nicht. Der weiß das noch gar nicht. Nee, ne? Noch nicht. Wir wollten ihn nur überraschen.
Ja, das stimmt allerdings. So, wir gehen mal runter. Ich weiß nicht, wie lang das Video wird, keine Ahnung. Ja, da steht der Haken bei mir. Aber es wird wahrscheinlich so lange werden, bis wir die Sache hier erledigt haben, oder? Ja. Bist du schon beim Harpe? Ich bin schon beim Harpe, ja. Ich wäre schön, wenn ich meine Maus mal versticken könnte. Mein Mauszeiger. So, ich bin auch beim Happe. Ich spreche mal mit dem. Ja. Und zwar jetzt. Ah, da bist du ja endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Happe. Ich habe schon immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen. Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich in das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Ja. Ja, jetzt wollte ich mal eben was wissen. Kann ich den Untertitel ausschalten? Das müssen wir mal eben schauen. Oh, wir können Spiel speichern, ne? Ja. Ja. Ah ja, aber geht das schon? Spiel. Ich guck mal eben, ob ich das ausschalten kann. Anstellen. Weil mich würde das mal interessieren. Das ist ja alles da. Du kannst sogar ein Lenkrad einstellen, ne? Okay. Lenkempfindlichkeit, Lenkräder, aber ich glaube, das hat mit dem Spiel zu tun. Hm. So, da ist schon mal nichts. Kamera. Video. Also ich sehe keine, dass man irgendwie das ausschalten könnte. Den Untertitel. Seht ihr da irgendwo was in den Allgemeinen vielleicht? Ich sehe da leider nichts. Weil mich stört das jetzt nicht, ne? Hm. Oder stört euch das? Verkehrsdichte meinen natürlich auch mal auf hoch, ne? Geschichte. Wo hast du die denn? Achso, da auf hoch, okay. Im Spiel. Bildschirmhilfe ist an. Vergehen, Verkehrsvergehen, natürlich, ne? Rote Ampel. Natürlich, rote Ampel. Kranbeschleunigung auf ein. Ne, ich beschleunige hier gar nicht. Ich beschleunige mich mal zum LKW. Ist schon ein bisschen ungewöhnlich gerade. Statische Fußgänger anzeigen, hä? Ja, mach mal den Start. Ich steig mal an den G. Oi. So, mit F kann man ein Kontextmenü. Genau, da kannst du Beleuchtung und alles einschalten. Nein! Okay. Wähle Licht aus. Ablenklicht. Ah, da haben wir es eingeschaltet. Schon geil aus. Mit WASD kann man dann fahren. Ich fahr mal. Und ich denke mal, dass man mit C die Kamera wechseln kann. Oder auch nicht. Hat einer schon rausgefunden, wie man die Innenkamera? F, Moment. Kamera, Innenkamera, ja. Muss auch auf das Menü gehen. Kameramodus K. Mit K? Mit K. Ja, aber ich bin gerade in der Kurve am Fahren. Alter! Wow! Ui. Das hat jetzt sehr gut ausgesehen. Wir fahren mal. Ich bin leicht geschleudert. Jetzt muss ich ja anhalten an der Ampel, ne? Was ist denn deine Ampel? Ich habe gar keine Ampel hier. Doch, die ist doch an. Hast du hier ein Stoppschild, habe ich. Ich habe aber eine Ampel hier. Kann man auch blinken? Frage. Weiß ich nicht. Wir fahren hier erstmal. Ah, mit K. Ach, da ist die Ampel. Ah, sieht gut aus. Aber ich weiß nicht, wo der Blinker ist. Ich blinke auch mal nicht. Brauchen wir nicht, ist dunkel. Rechts abbiegen, ne? Oh! Ah, wird grün. Loi. Oh, der fällt. Oh, hier stehen Polizeiwagen, die wackeln rum. Aber Blinker habe ich immer noch nicht rausgekriegt. Ja, und ihr seht hier schon, wir haben den kleinen Harpe hier oben drauf stehen. So als kleinen Vorbestellerbonus. Jo. Wackelharpe. Fahren wir jetzt hinter dem Lieferwagen her. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber von innen leichter zu steuern, ne? Ja, so geht. Boah. So, ich bin am Ziel angekommen. Alter! Das ist ja schlimmer wie...
So, ich bin ausgestiegen. Ja, Moment, ich bin noch nicht da. Er schickt mich hier, schickt mich einmal um den Block. Wir brauchen zuerst, schalte die mobilen Generatoren ein. Kann doch nicht gehen. Hä? Wieso hat er mich jetzt einmal im Kreis? Hä? Warte mal, irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Die ist wieder falsch gefahren. Hm. Boah, wenn das die falsch gefahren ist? Ich bin da lang gefahren, wo der Navi mich hingeschickt hat. So. Licht ist an. Herr Hoxton, also, so geht's nicht. Ich fange jetzt gleich an zu baggern hier. Was ist los mit Ihnen? Warten Sie mal, ich... Jetzt sagt er links, gerade... Warte mal, jetzt sagt er so... Aber gerade hat er mich rechts am Stoppschild geschickt. Ja, ja, die Chefin. Die Chefin. Beziehungsweise, ja, sie jetzt. Ja, Finchi, da weißt du Bescheid, ne, wenn auf dich zukommt, ne? Oh, ja, ja. Oh, der Schleuder. Kriegt schon wieder nichts. Kriegt ja schon wieder nichts gekriegt. Oh, hier liegt ja schon ein Ast auf der Straße, Leute. Wenn du aufs Mausrad drückst, kannst du auch hier... Oh, Licht haben wir. Mit Shift rennen. Ja, habe ich auch gemacht. Wir machen das mal eben fertig. Einsteige. So. Oh je, wie sieht das denn hier aus? Ja, okay. Da kann man noch lesen, hier, was man hier machen. Standorte, Jobs, Standorte. Gibt's aber ein paar. Oh. Leute, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, ich muss die Faultasten. So, die Falltasten benutzen. Aber. Wir testen es an. Wo ist denn der Harpe überhaupt? Erdrutsch abtragen. Wo ist Harpe? Da? Da. Ja. Ach, den Generator müssen wir einschalten. Den machen wir mal. Da bin ich schon lange fertig mit, ey. Ja, ich... Fang, na, guck mal, die greift da einfach so rein. Fang schon an hier. So. Ey, bleib stehen, Junge! Und da ist unser... Junge! Alter, ich hau hier alles weg. Ich hau hier alles weg. Oh, wenn wir das mal frei machen, ne? Warum sagt mir denn keiner, dass ich so bremsen muss, ey? Leute, da muss man... Handtuch. Die Steuerung ist aber schon etwas... Handradlader eignen sich, ja, genau. Die ist aber schon etwas... da muss man sich aber dran gewöhnen, ne? Passende Baumaschine. Oder was meinst du, Finchi? Ja. Also ich finde, da muss man sich schon ganz schön dran gewöhnen. Komm mal zurück. So, ich muss den Radlader parken. Dann muss ich den parken. Was ist denn das? Da geht er rechts und links. Und wie geht er nach oben? Das ist nur Kamera. Ach, die HP. Hier wurde wirklich eine Menge Erde auf die Straße gespült. Eins. Deshalb gab es wohl einen Stromunfall. Ja, ist das schöne Stromausfall. Steuerung schön, B. Ach du Deibel. Ach, ich soll mit dem sprechen. Blinker rechts, links ist 5, 6. Warnblinker 9. Beschleunigen, bremsen. Arm heben. Ach du Deibel. Also ich soll mit ihm sprechen. Okay, mein Junge, dann red mal. Sprech mal mit ihm. Oh. Ist ein bisschen wild hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Nochmal auf G. Ah, 5, 6, 9 ist Warnblinker, genau. So, dann wollen wir mal gucken. Kannst du nicht mal den Mund halten? Ah, so geht das. Herr Finchi, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Hast du auch so wenig gebaggert wie ich? Ja, ich habe. Ich habe das nur an der Seite geschoben. Nee, ich bin da noch bei. Also bei mir ist die Straße frei. Ich soll jetzt den zweiten Auftrag machen. Und zwar, aber erst. Warte mal, ich speichere den schon mal ab. Speichern das. Weiter. So, Happy hat gesagt, ich soll jetzt da zum Supermarkt fahren. Und 5, 6 ist Blinker? Ja, 4 ist Blinker links, 5 ist Blinker rechts und 9 ist Warnblinker. Moment. Also bei mir ist... zumindest beim Bagger hier, also beim... Also, Leute, wartet mal. Ich schau noch mal eben kurz nach. Weil das würde mich mal interessieren, die Steuerung. Im LKW würde mich mal interessieren... Tastatur Arcade. Bei E. Oh. Die Frage ist, ob das reicht. Frage ist natürlich, ob das Charakter Fahrzeug da. Rundumleuchten ist 0.
Also hier steht Blinker links, 5 und 6. 5 und 6. 5 und 6. Schauen wir mal, das stimmt. Mach. Ah, ich denke mal hier oben die Tasten, ne? Ja, 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 ja. Also nicht Nummernpit. Nee, nee. Okay, wir fahren los. Also, ich habe mich jetzt so ein bisschen inspirieren lassen von Herrn Noxen, der da meinte, er hätte halt nur zur Seite geschoben, aber ich glaube, das funktioniert bei mir nicht so ganz. Ja doch, ich habe es auch an die Seite geschoben. Also, weil ich bin jetzt schon dabei, Herr Finch? Ja, ich bin auch noch am Baggern hier. Dings zu machen. Also zur Seite schieben ist bei mir hier nicht. Also bei mir hat das geklappt. Ja, könnt ihr bei mir sehen? Im markierten Bereich. Ich soll jetzt hier abbiegen. Aber ich glaube, fahr mal von außen. Und den Blinker ausmachen. So. Wer kam auf die Idee, Verkehrsverstöße mit reinzunehmen? Hm. Wer war das? Ich habe gefragt, sie sagt ja. Ja, ja. Blink hier mal. Schieben wir das mal weg hier ein bisschen. Also ich stehe auf jeden Fall an der Ampel, ich habe keinen Bock zu zahlen. Oh, da kommen ja Autos. Das ist ja unglaublich. Nehmen wir den mal so ein bisschen auf Kratzen und schieben das mal. Ah, okay. Ich habe ein Sammlerstück gefunden. Echt? Beim Baggern, ja. Hallo, Kollege. Ist das jetzt fertig? Nö, nee, ist immer noch nicht fertig. Also, wie der Herr Ochsen das ich habe mal eine Frage mit dem Navi, ne? Das wird mir aber hier nicht angezeigt mit dem Navi, ne? Hm. Mir wird hier nicht angezeigt, wo ich hinfahren soll. Auf dem Boden? Nee, nicht mehr. Ist weg. Bin ich da einfach falsch, Leute? Ist nicht schlimm, wir sind ja eh noch nicht so weit. Also, kommt mir fast so vor, als ob ich falsch gefahren wäre. Stimmt eigentlich, das Navi hat mir ja auf dem Boden angezeigt. Ne, stimmt schon, da hast du schon recht. Sammlerstück. Ich bin schon wieder beim Happer, hey! ich glaube, ich bin doch falsch gefahren. Ich fahr doch mal. Leute, wir fahren hier voll. Also, ach, hier ist das. Ich bin dran vorbeigebrettert. Eigentlich müsste das doch schon fertig sein, oder? Ich bin dran vorbeigefahren. Stück zurück, Stück runter. So. Fortschritt. Tankstelle entdeckt. So. Versetzt den Blitzenwagen über das Kunden F in den Funktionsmodus. In den Funktionsmodus. Hab ich. Ah, jetzt soll ich den Generator platzieren. Ah, guck mal, die Stützen kommen von alleine raus. Okay. Seid ihr auch schon so weit, oder was? Ich bin hier immer noch am Baggern. Oh, beide Ausleger mit W und A. W und A? Habt ihr da? Wir haben schon lange fertig, Mann. Ja, Leute, das wird aber anstrengend. Hab ich schon ewig nicht mehr gemacht. Nee, vor allem ganz andere Steuerung. Absolut. Ewig nicht mehr. Aber ich probiere es einfach mal. Ja. Mit W. Ja gut, dafür gibt es ja auch ein Handbuch, ne? Mit A kannst du den drehen und ja. Ich glaube mit den Pfeiltasten. Also so langsam könnte man mal fertig werden hier. Ich kipp das hier alles so an die Seite nur. Oder habt ihr das alle? Aber die Steuerung ist geiler, ne? Ja. Meinst du nicht auch? Ja, die ist geiler als die alte. Habt ihr das in den Pritschenwagen geladen, oder? Nein. Einfach nur. Aber hier ist nichts mehr. Aber wie kann ich denn jetzt anhängen? Leertaste. Jo. Alter, wie geil. Also, die Steuerung ist besser. Tja. Was das angeht. Es ist ja, wie gesagt, nur ein Tutorial gerade. Aber mit den Pfeiltasten kommt man viel besser klar, ne? Ja, mit F1 kannst du das. Das Tutorial, das ist ja so, das geht ja weg. Aber ich hab hier schon so. Uiuiuiui. Ich komm hier gar nicht weiter, ey, Leute. Generator einschalten, dann habe ich alles schon fertig. Okay, dann muss ich aussteigen, ne?
Aber wir gucken mal. Ja, bei der Rocklinie dauert das wahrscheinlich wieder etwas länger. Ach so. Ja, ich sehe gerade was. Generator einschalten. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Witzigerweise. Oh, Generator habe ich. Wir müssen mit H besprechen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, aber das werden wir jetzt mal korrigieren. Ich glaube. Ich spreche mal mit Harpe. Sollen wir Pause machen oder was meint ihr? Nö. So, warte mal. Ziehen wir es durch, Finchi, oder ziehen wir es nicht durch? Der Tutorial ziehen wir jetzt durch. Das ziehen wir durch. Okay. So, jetzt war's, glaube ich. Ich soll den parken. Ja, es war jetzt lustig. Wir haben jetzt unnötig viel gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Nicht mit Harpe. So, ausparken, sage ich jetzt, aussteigen. Okay, also wir sollen jetzt die Laterne vom Dach da wegmachen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So. Aber doch jetzt. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Zerstöre Laterne. Gut gemacht. Wie soll ich das denn machen? Allerdings endet unser Moment? Einsatz hier noch nicht. Die Laterne, meinst du? Supermarkt mit dem Flattop-Kran, der da steht. Ah, mit dem Ladefläche vom Pritschenwagen. Flappy-Toppy-Kran. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Und dann heb ab. Wir treffen uns dort. Heb ab? Ja. Tja, Leute, das war jetzt mein Fehler, ganz ehrlich. War jetzt ein bisschen dumm. Schwere Weg können wir. Aber wir haben ja immerhin, wir haben ein Sammlerstück gefunden. So, wir fahren jetzt da mal dahin. Ja, testen wir mal an, wie das hier läuft. Die beiden sind ja schon am örtlichen Supermarkt. Also betonieren brauche ich ja noch mal. Ja, wir sind am Supermarkt. So jetzt muss ich den drehen. Ah, mit D tust du drehen. Dann müssen wir in den Bereich. Ah ja. Mit Pfeil runter machst du den Haken runter. Ah ja. Okay. Und mit W fährst du den vor? Mit W fahr ich den vor, jo. Und mit was mach ich den Haken runter? Mit Pfeiltaste runter. Ah ja. Aber die Steuerung ist ziemlich empfindlich. Das kann ich dir wohl sagen. Okay, dann müssen wir jetzt... Da muss man ganz schön aufpassen, wo man da hinklickt, ne? Ja, vor allem du darfst nicht zu weit klicken. Oh. Ich bin total verkehrt. Oh, oh. Dann müssen wir nochmal zurück. Oh. Boah. Die ist aber echt empfindlich, ne? Ja, mit Shift, Links und Pfeiltasten kannst du die Fracht drehen. Also die Laterne. Moment, ich möchte jetzt erstmal... Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich irgendwie anhaken kann hier. Und dann geht das einmal darüber. Bisschen tiefer. Also ich kriege gerade Schwierigkeiten, weil ich nicht sehen kann. Wie war das nochmal mit dem... Dieses Menü ist doof, ne? Ja, aber wir müssen uns dran gewöhnen, ne? Mhm. Okay, haben wir auch. So, Laterne liegt. Anhaken tust du die, glaube ich, unten, mit Space. Ne? Mit Space, Leertaste. So, Leertaste. So, jetzt soll ich den Generator einschalten. Das macht er nicht. Ich habe da gerade Schwierigkeiten. Oh, die Haken Laterne ist umgeknickt. Die müssen wir auch wieder aufstellen. Ich habe gerade Schwierigkeiten, den Haken da dran zu kriegen. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt. Also die Steuerung ist ziemlich nervös. Da muss eine neue Verkleidung. Ja, die Steuerung ist ziemlich nervös, ne? Die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Los. So, was hast du jetzt gesagt mit Steuerung oder mit Shift? Mit Shift und die Pfeiltasten rechts links kannst du die Laterne drehen. Dann müssen wir jetzt zu dem Kran hier am besten. Da haben wir ja einen Kran stehen. Können wir ja auch dafür nehmen. Alter! So, da haben wir den. Boah, das schlackert aber ganz schön, ne? Oh, da haben wir noch ein Fundstück. Jo, das schlackert ordentlich. Junge, mit Shift und den Pfeiltasten kann man da drehen, hast du gesagt. Dann gehen wir mal auf den Kran. Dreht er die aber nicht. Also. Und wenn ihr das fertig habt, ne? Dann geht ihr mal in Richtung Kran. Da sind ja rechts vom Kran ist so ein Blumenbeet. Da ist ein Hämmerchen versteckt.
Ah ja. Gut zu wissen. Aber die Steuerung ist schon sehr, sehr, sehr nervös, ne? Vor allem total, sehr direkt. Ja, das stimmt. Da kannst du immer nur antippen, ne? Ja. Und das schwankt aber auch wie Tier, ne? Wo sind wir denn jetzt? So, mal gucken, ob wir die ablegen da können. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Okay, dann nehmen wir den mal hoch. So, wo hast du gesagt, wo ist ein Hämmerchen? Wenn du auf den Kran zuläufst, rechts vom Kran steht ein Baum. Ah, ich sehe den Hammer. Jo, Glückwunsch. 1 von 100. Wie kann ich die Last drehen? Shift und Falltaste. Den linken Shift und dann die Falltaste. So, ich muss jetzt in den einsteigen. Ich will doch nur ein bisschen rüber. Komponenten zurücksetzen, wie macht man das? Rückstelltaste. Jo. Aber abbauen tut er den nicht, ne? Oder muss ich wieder mit F? Nee, da musst du wieder ins Menü und dann auf Fahrmodus stellen. Dann fährt er die auf Fahrmodus. Jo. Ich meine, gut, ich finde das ja geil, ne? Dass man das so machen kann, dass du nicht extra aussteigen musst und das so zu machen. Mhm. So, ich muss jetzt auf jeden Fall zum Baustoffhandel, hat er gesagt. So. Ja, bin ich schon unterwegs. Es werde Licht. Und so, wo haben wir jetzt das Hämmerchen? Erstmal drehen. Wenn du auf den Kran zuläufst, rechts davon. In dem Blumenbeet. Okay, habe ich. Da war aber noch einer, ne? Irgendwo. Nee, der erste war beim Radlader. Okay. Den habe ich leider nicht gefunden. Das war Zufall. So, dann heißt, ich muss jetzt zum Baustoffhändler. Oh. Kann ich das alles wieder normal machen, automatisch oder zurücksetzen? Okay. Zurücksetzen mit der Rückstelltaste. Ja. Meine Güte. Aber es gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Also das ist. Müssen wir uns dran gewöhnen. Man muss sich dran gewöhnen. Das stimmt allerdings. Entschuldigung. Ja, man muss. Was war der Sturm? Ihr habt es gesehen. So. Kamera, so. Wo müssen wir jetzt lang fahren? Da. Warum muss ich denn da lang fahren? Ich kann doch auch andersrum. Wir fahren mal die. So. Die wollen das so. Fahren wir so rum. Oh, hier laufen ja Leute lang. Grüezi. Moin. Also mit dem Blinker da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ne? Ja, ja, ja. Oh. Oh! Wo kommt ihr denn her? Ja, tut mir leid, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr ein Auto kommt. Wir müssen die Gabelstapler jetzt hier arbeiten. Oh, das Auto ist weg. Der ist weggeglitscht. Ach ja, hätte man auch so umfahren können. Das ist ja welcher wesentlich. Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber, naja, wenn der das so haben möchte. Aber die Ampel ist grün. Vielleicht sollen wir die Stadt erstmal. Ich meine, ist ja ein Tutorial. Ich meine, was soll da schon groß passieren, ne? Nicht dann eben halt über eine rote Ampel ballern, ne? Das ja mal ausprobieren. So. Eigentlich möchte ich das dann Baustoffhändler. Warte mal. Warte. Oh, ich rufe jetzt mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Junge. Da. Und Harpe wackelt, wie ihr sehen könnt. Harpe ja. Wackelt. Auf dem Armaturenbrett. So. Die werden auch sagen, oh, ist der doof, der wartet auf der roten Ampel, ey. Das heißt, wir müssen die beiden Paletten da aufladen. Ich würde gerne fahren. Oh, jetzt sag. Still. Okay, dann müssen wir mal aussteigen. Müssen wir wieder mit Harpe sprechen? Ne, wir müssen ihn verladen. Wie kann ich denn. Den Harpe willst du verladen? Wende mit G wieder. Erbsensuppen, Jupp, wo bist du? Klack. Marille, Junge. Klack. Marille? Ah, ja, will ich. Aber die Bordwende, wie kann du man die denn? Du stellst dich da dran und machst G. Ah. So. So, hier ist Gabelstapler. Der. Da muss ich dann rein. Gucken wir mal. Das kriegen wir wohl dahin, ne? Alter, hier liegt aber auch alles, ne? Hoch, runter, kippen. Jawohl, das kriegen wir hin. Und runter. Aussteigen.
Nee, muss nach vorne. Man muss sich dran gewöhnen, dass man, vor allen Dingen, dass es so langsam geht, ne? Wortwende okay. Öffnen mit G. Haben wir. Oh, ein bisschen vor. Okay, ein Stückchen nach oben. Ganz cooler Typ. Ganz cool. Anwinkeln und nach hinten. Irgendwie scheint ich noch nicht richtig zu stehen. Kann das sein? Ey, der kackt sich so dermaßen ein, dass du noch nicht mal richtig stehst, ne? Mhm, du musst richtig in die Markierung stehen, ja. So. So, jetzt stehe ich richtig. Ach Gott. Ja, das Video wird länger, aber ja, das ist mir völlig egal. Weil es muss einfach sein. So. Wir müssen euch das zeigen. Fall mal runter. Freue mich. Auch das Geräusch, wenn der aussteigt, ne? Fahren wir raus. Oh. Diese Bordwände. Jetzt muss ich. Wenn du willst, kannst du die Baumaterial. Ja, die sind ja schon. Schön elektrisch alles. Du kannst es natürlich auch so lassen, ne? Und dann nach oben. Anwinkeln und ab geht die Post. Wir machen es einfach. Oh, das wird so. Ja, wie war das? Was habe ich jetzt gesagt? Ich muss jetzt erstmal wieder rauf, runter, ne? Anwinkeln, so. So, runter. Ja. Und klack. Und wieder ein bisschen hoch und dann rausfahren. Ich hoffe, hat ja auch Licht. Der Stapler oder hat er keinen? Ah, der tut sich ein bisschen schwer gerade. Doch, jetzt war er raus. Der Tabler? So, jetzt war er raus. Okay. Nee. Okay, vorwärts. Aussteigen. Vorwärts. Bordwände zumachen. Verriegelt der dann auch sofort alles? Nein. Komm mit Leertaste. Kann man denn die Ladung sichern? Ja, das habe ich mich gerade auch. Leertaste. Wenn du drin sitzt. Am LKW? Ja. Das weiß ich nicht. Ob hier noch ein Sammlerstück ist? Also irgendwie ist aber die Taste, wenn ich die nach vorne drücke, normalerweise. Ist die irgendwie die Steuerung? Ist die andersrum? Kann mir das einer erklären? Eigentlich nicht. Weil wenn ich die Falltaste links drücke, ne? Mhm. Dann winkelt der das an. Irgendwie ist die doch anders, ne? Warte mal, ich guck mal eben wegen Ladung sichern. Das macht der aber von allein. Mich am meisten nervt, dass ich keine Dings habe. Muss du das auch im Kontextmenü machen? Möglich. Oder ist die automatisch gesichert? Okay. Nicht so hoch. Boah, du musst aber echt langsam, ne? Wirklich langsam fahren, damit du hier nicht. Ja. Speichert, jetzt muss ich das tun. Ein Vorwärtsfahren. Ja? Lädst du mit dem großen Kran ab? Oh, da war mal falsch. Nicht so nah an der. Kann doch. Da hätte man wirklich andersrum fahren können. Der ist ja sofort hier der Baumarkt. Wir hätten auch sowas Tankstellengelände. Nein, das kennt man nicht. Sowas machen wir nicht, Leute. Und sowas wird auch nicht gemacht. So ist denn hier Ampel. Eigentlich sind wir hier im Sondereinsatz. Von Ladung, so. Ladung fest befestigen steht hier nichts. Nee, die ist irgendwie fest, wenn sie fest ist. Ja. Ich glaube, die geht von alleine fest. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Müssen wir gar nicht hier hin? Ich habe ein Problem. Kann die Ladung nicht ach, abladen. Doch, wir müssen. Ach, ich bin auch doof. Mit Leertaste auch wieder abladen, ne? Was heißt mit Leertaste? Ja, mit Leertaste vom Stapler. Ach so, ja. Ich habe mit dem Kran aufgeladen. Ja, mache ich jetzt auch gerade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Steuerung ist schon echt komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir testen. Da muss man sich aber echt dran gewöhnen. Ja, Kran abladen, der ist ja eigentlich lang genug. Ne? Da müssen wir eigentlich rankommen.
Da muss man sich echt dran gewöhnen, ne? Die Bahn abladen. So. Guck mal, ob ich das von innen mit der Innensteuerung besser hinkriege. Oh. Muss mal einmal gucken. Bisschen hoch. Zurück. Bisschen nach links und noch runter. Kim. Nö, ein bisschen hoch. Da ist er. Zack. Was kommt denn jetzt da als erstes? Kommt der nach oben? Oha, heide, nein. Fahren wir einmal rum. Ach, da kommen sie beide hin, okay. Nummer so, dann eins. Werden wir mal aufladen. Nach vorne. Müsst ihr dann alle von einer Seite? Aber was habe ich denn jetzt gemacht? Bisschen rüber. So, ich lade jetzt auf der anderen Seite auf. Bisschen rüber. Bisschen zurück. Uiuiuiuiuiui. Oh, wow. Junge. Junge, was ist denn der Fuß? Alter, ist er empfindlich. Er schwingt. Ja, der Kran. Ja. Er schwingt ganz schön. Also er ist ein ganz schön Schwinger. Ja. Oh, oh, oh. Stehe ich richtig oder stehe ich falsch? Das sagt ihr gleich, wenn er eine Kratzer in der Kamera ist. Ein bisschen runter. Vorfahren, heben, heben, heben. Bisschen rüber. Also alles sehr, sehr empfindlich, ne? Egal, was du hier steuerst, ne? Ah, muss man ja mal ganz ehrlich zugeben. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wenn du den Kran schwenkst, hast du unten eine Markierung, die mitläuft. Und wenn du dann Stopp machst, läuft der Kran bis dahin, die Markierung, der Haken. Echt? Ach, wir sind's, glaube ich. Ach, ich habe das auf der falschen Seite. Ach Gott, ey, ich habe gedacht. Ich glaube, wenn du das höher stellst, dann ist das nicht so empfindlich. Da, haben wir. Fertig. Abgeladen, jawohl. So, ich habe aufgeladen. Sprich mit Haken. Wie war das nochmal? Dann gucken wir mal. So, wo ist Harpe? Hallo Harpe, was sagst du jetzt dazu? Boah, ich sag ganz schön Harpe hier. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert, Leute. Wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gerade und verriegeln tut der von alleine? Erreicht. Da ist wohl die Ladung? Ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Oh nein. Wir kriegen mal von aus. Ein Auto in eine Baugrube, ja super. Tja, da müssen wir da mal hinfahren, ne? Wollt ihr da, wir ziehen das durch, oder? Wir ziehen das durch. Also ich meine, die Empfindlichkeit konntest du da einstellen bei dieser, erzähl mal. Wo wir gesagt haben, hier, das lassen wir bei 1. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Warte mal, das kann ja nur bei Spiel sein, ne? Mhm. Einstellung, Spiel. Oh, wir fahren mal hier so raus. Ne, hier ist nix. Lenkempfindlichkeit, Lenkräder. Bei Steuerung, ne? Ja. So, wir gucken Spiel, mal auf Spiel. Karte. Bei Spiel? Wenn wir jetzt hier... Mhm. Ja. Rechts rum rausfahren, Moment, und dann links, dann sind wir eigentlich ein bisschen schneller. Dann machen wir ja auch. Lenke, die steht jetzt bei 1. Wie viele Geräte, die als Lenkrad kann. Soll ich die mal hochschalten? Die Ampel wieder auf Rot. Fahren wir mal rüber. Die Änderung der Lenkräder. Ja, das ist. Auf was hast du das gestellt? Auf 3, auf 3,0. Da mache ich auch mal. Besser? Was ist denn dann besser oder ist das immer noch so empfindlich? Nee, ist immer noch so empfindlich. Kann ich hier durch? Ah ne, ist eine weiter. Okay, fahren wir eine weiter. Anfangen. Ja, geht eigentlich. Also ich komme so ganz gut klar. Also ich habe es auf 3 gestellt. Es geht jetzt besser so ein bisschen. Kannst du besser lenken. Also den Kran auch steuern. Boah, der rutscht aber hier. Okay. So eine kleine Sackgasse. Naja gut, okay. Ich meine, das ist ja eine Geschichte halt, ne? Da muss man halt. Ja, sich dran gewöhnen. So, und dann fahren wir mal hier rechts rein. Oh, da ist schon die Polizei. Ah! Okay, also die Ampel hat sich nicht Paul. So, da sind wir schon. Rein. Ab in den Bereich. Oh, der Wagen ist. Oh, der sieht ja. Oh, ist das eine Erdgasleitung? Ich hoffe nicht. So. Dann müssen wir wieder mit Harpe sprechen wahrscheinlich. Ich verstehe gerade was nicht. Wo muss ich denn den LKW hinstellen? Irgendwo hin. Hauptsache du kommst mit dem Kran ran. Ist egal. So.
Ja, dann muss ich. Ja, ja, komm, dann fahre ich noch ein bisschen. Müssen wir den ab. Jetzt mit dem. Ach, nein, ich muss mit Harpe sprechen, sag ich doch. Wo ist der Harpe? Der steht doch sonst immer hier hinten. So, ich steig mal aus. Oh, 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 guckt euch das an. Die Bäckerei hat geöffnet. Das leckere Brot liegt sogar nachts da drin. Oh. Schöne warme Brötchen, ja. Jo, ich komm gleich. Die denkt doch nur, die denkt doch nur ans Fressen, ey. Auf, aber ja, ich denke an eure Verpflegung, Leute. Wir sollen das Auto mitsamt des kaputten Leitungsrohres aus der Baugrube bergen und oben zum Schrott auf den Bauhof bringen. Dort bekommst mal gucken, du auch ein ob wir neues Rohr für die Gasleitung, das hier dann schleunigst eingebaut werden kann. Abladen können, ob wir das hinkriegen. Okay, das wird eine lange Folge. Sollen wir zwei Folgen draus machen, Leute? Nee, weil ich müsste jetzt erstmal abladen hier. Den Raupenbagger? Nee, wir lassen das mal. Wir nehmen den Raupenbagger, Leute. Aber ich weiß nicht, kann ich das hier so draufladen dann? Wir gucken mal. Ganz ruhig. Nicht so schwingen, Junge. Schwing dein Ding. So, dann gucken wir mal. Können wir hier hochfahren? Genau. Aber es geht, ne? Man kann das machen, ne? Wie können wir den denn aufladen? Ach, der muss doch noch normalerweise ganz, ganz aufgeklappt werden, ne? So. Weißt du, wir können auch eine zweite Folge machen, mir ist egal. Lad das mal hier ab. So. Da bin ich aber weit entfernt, ey. Wie war das denn nochmal mit dem Raupenbagger? Oh nein, nicht so schwingen, Junge. Junge. So? Boah. Da muss aber echt genau steuern, ne? Das ist schon ziemlich heavy hier, ey, gerade. So? Jo. Und so kann ich den dann rausziehen. Das müsste eigentlich passen. Und aufs Auto? Na komm, wir lassen. Soll ich den raufkriegen? Wie soll das denn gehen? Leute. Und die erste Palette habe ich abgeladen. Tatsächlich, ich muss ihn da drauf packen. Oh Leute, bitte nicht so genau. Oh, oh, oh. Das wird ja ein Abenteuer. Aber jawohl, wir müssen das Tutorial machen, das bringt alles nichts. Und das Rohr muss ich auch noch da drauf packen. Ach du Schande, wie soll das denn gehen? Naja, wir machen das, Leute. Allerdings fand ich das im anderen Teil ein bisschen besser mit dem Kran da. Oh, schwingt doch nicht so. Das ist ein bisschen einfacher. Oh, das ist das. In welchen Kran? So. In welchen Kran? Mit dem Bagger. Darum musstest du die Schaufel nach hinten ziehen. Und jetzt soll ich das hier auch noch drauf. Wo soll das denn da drauf? Wir lassen das mal ein bisschen ab hier. Verladen. War mal ein Stück vor. Aber du hast recht, Finchi, ne? Hm. Mit der Markierung. Damit kannst du es direkt richtig abladen, ne? Mhm. Okay. Du hast vollkommen recht. So. Weil wenn die Markierung einmal richtig steht, ne? Mhm. Dann brauchst du die Paletten nur abladen. Ja, genau. Und dann bringen wir das mal in den... So, jetzt muss ich mit Happy. Mit Happy sprechen. Happy. Happy. Dann fahren wir mal schnell. Ja, weiß ich nicht. Wollt ihr noch eine zweite Folge laufen. Machen, oder? Dann dauert das halt ein bisschen, bis das fertig ist. Aber mein Gott. Okay. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Oder, Finchi? Ja. So, ich muss jetzt das Ersatzrohr holen. So, jetzt mal ruhig. Du bist jetzt mal ruhig. Ich muss mit Happe sprechen. Jawohl. Muss das jetzt auch abladen? Ja, bitte nicht. Junge, ey. Dein Ernst? Ey, was bin ich denn hier? Ich bin doch hier... Falschparker. Da kommt. Ach du Scheiße, muss auch alles abladen hier. Ich fahre aber andersrum, ich fahre nicht so wie das Navi. So, das heißt, ich muss wieder in den Funktionsmodus. Kann man ja machen, man kann auch fahren, wie man will, oder? Der passt auch seinen GPS danach an, okay. Und den wieder ausfahren. Einmal hier rüber. Nehmen wir erst das Auto, ne? Oh, der passt dann aber schnell an, ne? Mhm. Den nach oben. Den hier rüber. Ja, dann schauen wir mal.
Finchi, wo bist du? Beim Baggern hier. Das Rohr gerade aufladen. Okay. Erst das Rohr, erst das Auto. Erst das Auto. Ich versuche jetzt gerade erstmal das Auto hier zu holen. Da muss ich nämlich jetzt gerade hin. Okay, und jetzt noch das Röhrchen. Also wie gesagt, Leute, ne, jetzt nicht hier draufhauen oder so, ne? Das ist unsere erste Geschichte hier gerade, ey. Wir sind das erste Mal jetzt. Und wir müssen uns erstmal dran gewöhnen. Aber dafür wird das Video. Oh, da steht schon die Police. Zack. Und den nach oben wieder. Aber eigentlich geht's ganz gut. Was macht das Auto? Warum steht das Auto da? Ach, guck mal, den Bagger fahren kannst mit Q, E und Y und C. Ja, merkt euch das, ihr Herrschaften. Was denn? Wie sie den Bagger fahren. Das ist wichtig. Ach, Chef, im Hund. Lichter gehen wieder an. Es scheint, als wäre die Leitung repariert und das Dorf hat endlich wieder Strom. Na, wie schön. So, ich muss mit Happe sprechen. Ach, wir haben den noch in der Luft. Ja, das ist natürlich... Zack. Okay, Happe, okay. Erzähl, was hast du für ein Problem? Jetzt müssen wir noch das Rohr verladen. Das neue. Ist ja wirklich eine Gasleitung. Oh, gefährliche Geschichte. So, das Ganze nach unten anladen und einmal wieder einladen. Jawohl, Happy, mach ich. Ich mache hier alles, Junge. Ich mache hier alles. Alles. So, jetzt muss ich den mit meinem Ding hier rausholen. Das oder mit dem kleinen Bagger. Das hört sich jetzt seltsam an. Wir sind wieder so, ein Röhrchen haben wir. So, jetzt muss ich wieder auf F drücken. Wir können das natürlich und dann manuell machen hier. So. Damit ihr es auch einmal gesehen habt. Dann wieder mit F den Modus zurücksetzen. Aha, seht ihr? Das heißt, wir müssen immer F und zurücksetzen. Also ich finde das mit dem Kran finde ich schon relativ geil. Weil der lässt sich ziemlich leicht bewegen. Wenn man es kann. Wenn man es kann, ne? Genau. So, jetzt bringen wir das Rohr zur Baustelle. Das hört sich aber auch komisch an, was Sie da sagen. Das ist Ihr Rohr, oder? Also, Sie haben ja keins. Die Chefin, ne? Scherz, Rohr. Warte mal eben, ich bin hier gerade... Die warten so. Konzentriert. So, was war jetzt mit Ihrem Rohr? Nee, das ist, lassen Sie mich mal mit dem Rohr. Sie haben ein Rohr zu verladen? Ich habe mein Rohr hier schon auf dem LKW. Ich habe hier ein ganz anderes Problem hier gerade. Ich weiß nicht, wie ich den anhaken soll. So. Wie kann ich denn den Haken runterlassen? Ach so. Alt-Taste. Ja. Alt? Pfeil. Mit Pfeil. Und das Auto muss auf den LKW geladen werden? So. So, wenn die Scheiße. Dann sind wir schon wieder da. Da müssen wir nur das Rohr einsetzen, dann sind wir fertig. Und ich hoffe, dass es das auch war dann. Da müssen wir mit dem Wagen rein. So. Lade mal eben ein Auto. Ist es egal, wie rum das Auto dann steht? Ja, ne? Das Fahrzeug hat einiges an Erde mit in die Grube gerissen. Steige in den Bagger und säubere die Grube. Die Erde kannst du nehmen. Ach du schon. Doch, das schon noch, Leute. Hallo, Happe. Dann. Oh. Ich hör da hier. Oh, wir müssen baggern. So, zurücksetzen den Kran und nur wieder F, ne? Und dann auf Fahrmodus, ne? Zurücksetzen immer als erstes, ja. Um in den Fahrmodus müssen die Komponenten zurückgesetzt werden. Ah, der Kran muss zurückgesetzt werden. Erst. So, dann das dahin. Ach, da. Alles klar, schon gut. Zack. So, und jetzt muss ich in den Fahrmodus. Jawohl. So, wo muss ich denn hier jetzt hin mit dem Auto? Das wird mir aber noch nicht angezeigt, ne? Oder? Doch. Ach, Moment, ich muss das Gasrohr ja noch ver...
Das muss ich auch zurück. Ja, warum auch nicht? Hätte auch einfacher sein können. So, wie viel müssen wir denn da noch? Noch also ein Stück. Das hätte man mir auch nee, gleich sagen so. Muss das Rohr ja auch noch nehmen. Und Herr Finch, sind Sie schon am Baggern? Nee, noch nicht. Ich komme gerade wieder an der Baustelle an, für das Rohr zum Reinsetzen. Okay. Ich bin schon am Baggern, aber ist gar nicht mal so einfach. Du kannst aber den Haken nicht runterlassen, oder doch? Nee, nee, du musst das ganze Ding musst du bewegen. So. Oh, ich bin zu tief eingetaucht. So, dann baggern wir hier noch und da noch. Was pfeift denn hier? Was soll denn das? Boah, hier ist Schaulustige hier, ey. Ich krieg hier gar nichts weg. Ich glaube, ich muss ein bisschen zurück. Wir sind voll die Schaulustigen. So. Meine Güte, wie lange muss man denn hier baggern? 61%. Bis die fertig sind. Also aber viel zu baggern hier, sag ich Ihnen ganz. Kommt das Rohr hin? Erstmal muss er baggern. Erst muss ich baggern. Das ist nicht wenig, was du da baggern musst. Muss ich das Rohr auch auf dem Auto verladen? Ja. Ehrlich? So, ich bin gleich mal fertig mit Baggern, mein Alto. Die restlichen Folgen. Die restlichen Sendungen gerade. Ich muss den markierten Bereich räumen. Das ist aber hier ein bisschen schwierig. So, jetzt kann ich aber. Jetzt kann ich wieder. Ah. Jetzt kann ich aber. Jetzt muss ich aber fahren. Hallo, Bagger? Ich glaube, mein Bagger ist gerade geschrottet hier. Machst du alles kaputt? Seht ihr das? Der tut nichts mehr. So, wir fahren los. Also, die Folge wird auf jeden Fall verdammt lang. Wir nehmen mal zurück. So, wir haben das. Wir haben schon Fahrzeug, über eine Stunde. Aber das stört uns ja nicht, oder? Und jetzt müssen wir das Gasrohr da reinpacken. Das machen wir auch mal eben. Einmal den Fahrmodus ändern. So. Dann wieder den ausfahren, wenn er fertig ist. Ich ziehe das hier durch. Ja, klar. Machen wir ja beide, glaube ich. Ja, ja, genau. So. So, das Auto muss jetzt da hingestellt werden. Ich war unter das Röhr auch. Der muss rüber. Viel Spaß beim Baggern. Ja, noch gar nicht so weit. So. Jetzt müssen wir wieder in den Modus. In den Linksmodus. Der muss runter. Warte mal, ich gehe noch ein Stück hoch und mach den dann nach vorne. Na gut, dann so langsam haben wir das ja mit dem Kran ja raus. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Nee, das ist zu weit. Wir müssen noch ein bisschen rüberschieben. So. Langsam runter. Ein Stück vor. Und das ist. Uiuiuiui. Langsam, Junge. Langsam. Dann machen wir es mal wieder zurücksetzen. Ah, nee, ich muss. Natürlich erst das Auto, war ja logisch. Fahrmodus. Hätte auch einfacher sein können. Und wir sprechen mit Harpe. Erst das Auto. Defekte Gasleitungen können extrem gefährlich werden. Aber zum Glück konnten wir hier schnell helfen. Das stimmt. Wir wurden zu einem weiteren Problem. Nein, nicht noch ein Problem. Dort wurde ein Teil der Gleise unterspült. Unsere Unterstützung ist gefragt, hier gibt's damit keine Probleme. Später im Berufsverkehr nicht zu Problemen kommt. Ist nicht weit von hier. Wir sehen uns dann gleich dort. Also Leute, wir müssen noch zum Bahndamm. Alter. Wir sind immer noch nicht fertig. Leute, ey. So, dann fahren wir da auch mal hin. Gibt's hier eigentlich einen Sammel... Ja, Finchi, du machst das ja für dich fertig, ne? Muss ja jetzt nicht unbedingt da bis zum Ende dabei bleiben, wenn er
wenn du was machen musst. Kein Problem. Aber ich habe nicht gewusst, dass der Tutorial ja, so lange das ist. Wusste ich auch nicht. Das habe ich nicht geahnt. Toll. Der lässt mich hier einfach nur drehen. Das ist ja lustig. Okay. Wir drehen doch hier in drei Zügen. Oh, nee, das war falsch. Aber wie gut das Auto war, ist Schrott. Deswegen ist das nicht so tragisch. Mhm. Ja, du kannst auch bei dem Pritschenwagen kannst du den gerade auch drehen, ne? Schon klar. So, dann fahren wir mal hier rechts. So, jetzt mal wieder ein bisschen einfahren. Oh, ganz neue Stadt, Leute. Da müssen wir erstmal hier gucken. Ah, da ist der Bahnübergang. Jo. Was müssen wir da jetzt machen? Erstmal da hinfahren. Die Bahn muss freigeräumt werden. Wie machen wir das denn? Kein schweres Gerät. Okay, was heißt das? Leg ich das Scheißding doch da einfach ab. Dann ist doch alles gut. Du brauchst das nur ablegen. Mal so ein Theater hier. Okay, das muss weg. Leg es doch ab. Ist auch noch was weg muss. Dann räumen wir mal ein bisschen auf. So. Himmel, das sieht doch schon mal wieder ordentlich aus. So, neue Röhrchen nehmen wir jetzt noch mit. So, Harpe, was gibt's denn jetzt noch? Nee, hoch. Ich habe aufgeräumt. Gut, jetzt fahr zum Kieswerk und besorge uns eine Ladung Kies. Das sollte genügen, um die Gleise wieder zu verfüllen. Junge! Ach, ich habe gesehen, dass der Tank fast leer ist. Auf dem Weg liegt eine Tankstelle, die offen haben sollte. Mach ihn dort voll. Und jetzt ab mit dir, es ist höchste Eisenbahn, dass wir hier zu Potte kommen. Ja, das sehe ich auch so. Die Folge wird zu lang. So, dann Baumaschine auftanken, okay. Dann fahren wir mal zur Tankstelle. Dann fahren wir noch eben tanken. Und dann holen wir noch eine Ladung Kies. Und dann verschütten wir dann, dann sollten wir fertig sein. Ja, aber ich denke mal, wir machen eine Pause, oder? Ich würde auch sagen, wir machen eine kleine Pause, denke Leute. Ich auch, sonst wird es zu lang, denke ich auch. Ja. Also, ich denke, wir sehen uns gleich beim Tutorial, wie das hier weitergeht. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.